So. Vorne müsste noch die Voodoo-Hexe stehen. Mal gucken, ob wir die einen Quest-Dialog hat bezüglich des Schlüssels für Kandos-Tour. Das wäre natürlich geil. Go, 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 baby. Boah, wenn wir auf eine andere Insel kommen, als allererstes mal Proviant eindecken, ey. Kannst du mir einen bestimmten Schlüssel anfertigen? Kommt darauf an. Wofür brauchst du ihn? Akando hat einen weißen Diamanten in einer sehr gut verschlossenen Truhe. Ich verstehe. Dafür benötigst du einen magischen Schlüssel. Mit etwas Gold sollte es mir gelingen, solch einen Schlüssel anzufertigen. Gut. Wie viel brauchst du? Boah, ich denke, 300 Goldstücke sollten genügen. Fertige mir den Schlüssel für die Truhe. Also schön. Es dauert eine Weile. Sequenz? Hier. Das sollte funktionieren. Viel Glück. So einen Schlüssel erhalten. Dankeschön. Jetzt bin ich am überlegen, bevor wir zu dem Akando zurücklaufen, könnten wir eigentlich das Totenreich verlassen und als allererstes zu der Markheit zurückkehren und die zweite Hälfte von Bones suchen. Ich halte das für äußerst sinnvoll, um uns einfach den Laufweg zu ersparen. Ja, ins Reich der Lebenden zurückkehren, bitte. So genial gemacht, der ohne Mist. Der Totenwächterfreund ist übrigens weg, wie ich sehe. Ich mag spannend, ob wir dann gleich nochmal einen extra Junk brauchen oder ob der noch aktiv ist. Das Totenreich reisen, also das geht scheinbar noch. Da muss man nicht extra dann nochmal einen Drang herstellen. Das ist gut. Dann können wir jetzt durch zur Insel der Markai gehen. Zur Insel, zum Dorf der Markai. Ich weiß ja nicht, wo die zweite Hälfte von Bones sein soll. Aber wir verlassen jetzt erstmal das Totenreich. Ja, dann haben wir ja alle vier Geister, wenn der Schlüssel für die Truhe passt, oder weil der Diamant von Akando drin ist, dann ist seine Seele auch befreit. Dann fehlt uns nur noch, die vierte Aufgabe hier, dieser verwirrte Bones. Ich erinnere mich auch langsam wieder an den, der stand, glaube ich, am Tempelplatz bei den Markais am Stamm. Wo es damals darum ging, da die Sammlerfrauen zu finden und das ganze Zeugs da. Ich glaube, da war der irgendwo. In der Nähe von der Voodoo-Zauberin. Ja, dann gucken wir mal, ob unser Schiff noch da ist. Nicht, dass die Patty wieder weggeswitcht ist. Die Keulen können wir alle mal verkaufen, ey. Die Pforte zum Toten, ja, ich. Das ist brillant, ey. Gigantisch galaktisch gut. Aber wo ist denn der Totenwächter Heini hin? Ach, hier ist er ja. Oh. Du weißt, was du zu tun hast. Aber sicher doch, mein Prinz. So, mal gucken, ob unser Schiff noch da ist. Beziehungsweise erstmal unser Ruderboot finden. Ja, unser Schiff ist noch da. Zurück zum Schiff. So, jetzt muss ich aber erst einen kurzen Blick auf die Karte werfen. Caldera. Insel der Diebe. Ja, da müssen wir wohl nach Takalikura gehen. Ich glaube, das sind die Markai. Ne, die Bucht von Markai. Die Bucht von Markai. Neben der Schwertkiste, zweiter Stützpunkt der Inquisition. Auf Arborea. Ja, dann müssen wir wohl dahin. Beziehungsweise ich muss die Quest mal aktiv schalten. Suche aus dem Jenseits. Seekarte.
Quest ist da aktiv und führt uns dorthin. Dann gehen wir auch nach Bucht von Marka. Ich dachte, sie wäre auf Takariko da. Aber bevor wir die Reise antreten nach zur Bucht von Markai, werde ich hier einen Break hinlegen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also wie gesagt, die Geschichte scheint sich dem Ende zu neigen. Und wir scheinen bald auf Starbar zu treffen. Auf seinen Geist zumindest, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir uns in der Bucht von Markai ein bisschen neu ausrüsten können, weil ihr seht, wir haben kaum noch Proviant. Schrot haben wir auch nicht mehr viel, keine Kugeln mehr. Bevor ich jetzt Patty den Auftrag gebe, dass sie uns zur Insel übersegelt, werde ich hier einen Cut hinlegen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.